Herzlich willkommen zu Quadriga, dem internationalen Talk. Angela Merkel will es noch mal wissen. Seit 2005 regiert sie Deutschland als Bundeskanzlerin. Und am Sonntag hat sie nun angekündigt, ein weiteres Mal zu kandidieren, nach reiflicher Überlegung. Der Druck auf Merkel im Land ist hoch. Und in Europa und den USA sind Systemkritiker und Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Da sehen viele in Angela Merkel die letzte Verteidigerin westlicher Werte. Aber kann sie im Ernst die Retterin der freien Welt sein? Geht es hier wirklich um Werte oder am Ende nur um Macht? Das alles möchte ich mit meinen Gästen diskutieren. Herzlich willkommen, Brigitte Fährle, Kolumnistin bei der Berliner Zeitung, wo sie auch lange Chefredakteurin war. Sie sagt, nach 12 Jahren Amtszeit wäre ein Wechsel für die politische Hygiene in Deutschland sicherlich gut. Auch amerikanische Präsidenten dürfen maximal 8 Jahre regieren. Willkommen, Alan Posener, Kolumnist bei der Welt und Autor. Er sagt, Merkel ist eine alternativlose Kanzlerin. Nur sie kann die Implosion des Westens verhindern. Und willkommen auch Friedrich Thelen, freier Journalist und Politikberater. Er sagt, Angela Merkel steht für Stabilität in schwierigen Zeiten. Sie ist kein Signal für politische Erneuerung. Brigitte Fährle, Sie sympathisieren ja ganz klar nach Ihrem Eingangsstatement mit einer Obergrenze fürs Kanzleramt. Mhm. 8 Jahre, die hat Merkel längst überschritten. Ist sie sozusagen in die Machtfalle getappt? Naja, es ist ja immer schwierig, wenn man erfolgreich regiert. Und ich würde sagen, Angela Merkel regiert relativ erfolgreich. Wie organisiert man dann seinen eigenen Rücktritt? Also wie macht man das, stark zu sein? Und das ist in diesen Zeiten ja sehr, sehr wichtig, sowohl ins Land hinein, aber vor allen Dingen international stark zu sein und gleichzeitig einen Nachfolger aufzubauen, den man dann harmonisch, dann so den Staffelstab übergibt. Also ich glaube, so etwas gibt es nicht. Und die meisten Kanzler sind dann letztendlich durch einen Putsch, durch eine innerparteiliche Revolution oder durch natürlich Abwahl abgelöst worden. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Und hätte man eine Amtszeitbegrenzung, das sieht man jetzt in Amerika, das würde diesen Punkt natürlich sehr erleichtern. Mhm. Andererseits, so schwierig ist es doch auch nicht, sich vielleicht auch gerade als erste Frau in diesem Amt schon früh darauf zu konzentrieren, wem vertraue ich, wer kann mir nachfolgen? Gibt es einfach keine Alternativen zu Merkel? Doch, ich glaube schon, dass es in der Partei Alternativen gibt und vor allem gegeben hat in den letzten Jahren. Aber sie hat eben sehr stark diese Macht auch immer für sich beansprucht und hat nicht systematisch andere Leute neben sich stark werden lassen. Aber ich glaube, das ist immanent. Also das kann man ihr nicht unbedingt persönlich vorwerfen, sondern das ist dieser Machtsituation immanent. Ellen Posener sagt ja, sie ist alternativlos. Aber was macht sie alternativlos? Ja, nur im internationalen Zusammenhang ist sie alternativlos. Andererseits, und das werden wir aber später diskutieren, ich meine, innerhalb Deutschlands, Sie haben es ja gesagt, wen würden Sie denn vorschlagen? Ich meine, erstens, es muss jemand von der CDU sein, weil es ist klar, die werden die stärkste Partei sein, auch bei der nächsten Wahl. Also ich sage, das ist klar, ich glaube, dass nach allem, was wir wissen, wird es so sein. Also muss es jemand aus der Union sein? Ja, wer soll es sein? Herr Seewald ist ja überfordert mit Bayern. Seehofer ist ja überfordert mit Bayern. In ihrer eigenen Partei hat sie jeden und jede weggebissen. Oder wie Frau von der Leyen auf einen unmöglichen Posten, Verteidigungsministerin, wo man nie gewinnen kann, versetzt, um dazustehen als die einzige denkbare Kanzlerkandidatin. Ist nun mal so. Ja. Und warum ist sie in Europa alternativlos? Ja, sie ist in Europa alternativlos, weil Deutschland mit dem Weggang Großbritanniens die größte Macht ist. Die einzige Mittelmacht, wie Herr Fried Münkler das nennt. Italien könnte, wenn Matteo Renzi am 4. Dezember scheitert mit seinem Referendum für eine Regierungsreform, dann ist er weg vom Fenster. Dann wird Italien regiert von einem Komiker, Beppo Grillo und seine Fünf-Sterne-Bewegung. In Frankreich ist das Gespenst von Marine Le Pen ja nicht gebannt, sondern durch Donald Trumps Sieg noch stärker geworden. Wen gibt es da? Also Europa kann nicht, also dann haben wir noch, sagen wir, ein Kandidat wäre Polen oder Ungarn als große Länder in Europa. Aber wir müssen ja nur die Kandidaten da angucken, um zu sehen, es gibt niemand. Es gibt niemand. Es muss eine Deutsche sein oder einen Deutschen. Es muss der deutsche Kanzler, die deutsche Kanzlerin sein. Sie wird es sein, also ist sie alternativlos. Hätten Sie ihr das auch genau so gesagt und geraten, Friedrich Thelen? Sie sind ja Politikberater. Hätten Sie gesagt, Angela Merkel noch mal? Ich glaube, die Situation ist alternativlos. Und der Fairness halber muss man sagen, dass kein Kanzler in der Bundesrepublik Deutschland jeweils einen Nachfolger
herangezüchtet oder gelassen hat. Es ist wahrscheinlich ein Teil des Spiels, das da um sich gebissen wird. Mhm. Herr Kohl hat Herrn Stoltenberg nichts werden lassen, Herr Genscher, Herrn Schäuble auch nicht. Aber können wir alle weiteren sehen. Und das gilt für Sozialdemokraten auch. Ich meine, mit großer Begeisterung hat ja Herr Schröder auch nicht gesehen, welche anderen sich da ins Ziel oder in Szene setzten. Ich glaube, das ist immanent, weil ja, dieses Amt natürlich die Macht verkörpert. Und das soll man nicht niemandem als negativ beschreiben. Es muss auch einen deutlichen Willen geben, diese Macht auszuüben. Und wenn Sie den haben, denken Sie immer, Sie können das besser. Denken Sie mal an Ludwig Erhard als Nachfolger von Konrad Adenauer, der noch erleben konnte, dass der von ihm nicht gewünschte Nachfolger dann von der Politik selber innerhalb von 2 Jahren zersägt worden ist. Also hätten Sie ihr einfach nur die Frage gestellt, willst du es denn? Und dann hätten Sie gesagt, dann mach's. Also ich glaube, dass sie aus einem einzigen Grund gezögert hat. Und das ist die Frage der CSU. Die Wogen waren ja etwas sehr hochgehend. Jetzt sind die Wogen doch wieder geglättet. Geglättet, dann immer mal ein Komparativ. wenn der Seehofer, die teilweise tauchten ja nicht mal mehr auf ihren Parteitagen auf, die redeten ja fast nicht mehr miteinander. Und wenn der Seehofer offen Kontroverse gegeben, dann wäre es in der Tat so gewesen, ob sie sich in diese Schlammschlacht hineingibt. Nicht nur den politischen Andersdenkenden, die SPD und alle anderen, zurückzudrängen oder was auch immer, auch die eigenen, im eigenen Lager, für, dann hätte sie es nicht gemacht. Also jedenfalls für Möglichkeit. Das ist die einzige Bewegung, die ich sehen kann. Natürlich hat sie auch das Gefühl, wenn sie ganz ehrlich ist, kann sie wie Harold Macmillan im Jahre 1959 sagen, you never had it so good. In Deutschland ist die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahrzehnten. Alle leben doch ordentlich. Das Gefühl, so als wenn es den nach dem Motto ist, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Sie kann jedenfalls sagen, die Verhältnisse unter meiner Führung sind so, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Politik zumindest zustimmt. Und da ich die Politik bin, werde ich auch eine Zustimmung bekommen. Widerspruch an einen Punkt. Also erstens, in der Zeit Ihrer Kanzlerschaft ist die internationale Lage extrem schwierig geworden. Die Lage in Europa ist extrem schwierig geworden. Und innerhalb Deutschlands haben wir inzwischen eine rechtskonservativ bis rechtsradikale Bewegung, von der wir noch nicht wissen, wie stark sie wird. Ich will damit nicht sagen, dass sie dafür die Verantwortung hat. Nur wenn Sie sagen, besser hatte ich es nie, dann bezieht sich das nicht auf den augenblicklichen Zustand, sondern im Grunde hätte sie dann vor 4 Jahren nicht mehr antreten dürfen. Dann hätte das mehr gestimmt, als es heute stimmt. Also das besser sie meinte ich nicht, sie hat es persönlich, sondern die Deutschen leben in einem Zustand, Pegida und die anderen Verrückten, mal beiseite gelassen und die anderen auch, die gibt es ja auch, sondern das Land befindet sich sozusagen im Wohlfühlmodus. Und da sagt sie, ja, dann muss ich aber nicht mehr. Merkel sagt ja nicht, besser war es nie, sondern sie sagt im Prinzip, schwieriger war es nie, in so eine Wahl zu gehen. Das hat sie am Sonntag gesagt. Wir hören mal einen Ausschnitt aus ihrer Erklärung. Diese Wahl wird wie keine zuvor, jedenfalls seit der deutschen Einheit nicht, schwierig. Wir werden es mit Anfechtungen von allen Seiten zu tun haben. Von rechts wie nie zuvor und auch mit einer starken Polarisierung unserer Gesellschaft. Ellen Posner, sie hat auch gesagt in dieser Erklärung, dass sie sehr lange gezögert hat und dann hat sie sich entschieden. Meinen Sie, dass es eine Rolle gespielt hat, wie die Wahl in den USA ausgegangen ist, nämlich für Donald Trump? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie hat gezögert, weil sie weiß, für diese Wahl antreten heißt sicherlich, dass sie Verluste einfahren wird gegenüber ihren bisherigen Ergebnissen und heißt wahrscheinlich, dass in 1 oder 2 oder 3 Jahren, dass sie wahrscheinlich ihr das passieren wird, was in solchen Lagen passiert, dass sie gestürzt werden wird aus den eigenen Reihen, dass es ein Ende mit Tränen und Schrecken geben wird. Wer begibt sich freiwillig da rein? Es wäre natürlich schön, man würde sagen, so wie Obama jetzt, man tritt ab im Vollbesitz seiner Kräfte, alle weinen einem in Tränen nach und so weiter und so geht man. Nur ist das aus psychologischen Gründen, aus innerparteilichen Gründen ja nicht drin. Also sie weiß im Grunde genommen, also ich habe kein Mitleid mit Frau Merkel, aber sie geht schon in eine tragische Situation hinein. Sie weiß, ich gehe in die Kanzlerdämmerung hinein, indem ich mich wählen lasse. Denn das nächste Mal wird sie es nicht sein. Aber warum macht sie es? Glaubt sie, dass sie was retten muss? Es gehört zur
wenn man ein Machtmensch ist. Und das bin ich nicht, deshalb weiß ich es nur, weil ich es gelesen habe. Aber es gehört, glaube ich, zum Machtmenschen, dass man oder Frau glaubt, niemand kann es besser. Das heißt, dass mein Interesse identisch ist mit dem Allgemeinwohl. Das muss man glauben, sonst macht man diesen ganzen Mist. Sonst kommt man doch gar nicht dahin. Wenn Sie dieses Bewusstsein Tag und Nacht nicht in sich tragen, ich bin der Beste, ich bin die Beste und ich allein kann es, dann würden Sie nie dahin kommen. Dann sind die anderen so bissig und beißen Sie schon vorher weg. Jetzt sieht es so aus, als würden auch viele andere Regierungschefs in der Welt denken, sie ist auch die Beste. Einer hat das hier sogar in Berlin gesagt, vergangene Woche bei seinem Abschiedsbesuch. Barack Obama hat da quasi eine Wahlempfehlung abgegeben. Wenn ich Deutscher wäre und hier das Wahlrecht hätte, würde ich sie vermutlich unterstützen. Supporter. Ja, ist das nützlich? Hilft das in so einer Situation, so eine Form von Rückendeckung, Brigitte Fähle? Also ich bin auch kurz zusammengezuckt, als ich das gehört habe, als Obama das gesagt hat, und habe mir natürlich genau diese Frage gestellt. Und ich glaube, für den Moment hat es nicht genutzt, aber auf die lange Strecke spielt das, glaube ich, wirklich keine Rolle. Wichtig war, dass diese Demonstration noch mal stattgefunden hat, Amerika und Deutschland. Das ist in der Obama-Regierung zu einer starken Achse geworden. Die beiden haben ja anfänglich sehr gefremdelt miteinander und man hatte so Sorge, dass das so ein schwieriges Verhältnis werden könnte. Und das Gegenteil hat sich in diesen Jahren entwickelt. Und ich glaube, dieses Signal war wichtig, sowohl in die Innenpolitik hinein, aber auch vor allen Dingen innerhalb Europas. Also für die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs zu wissen, Angela Merkel ist sozusagen, hat die Weihen Amerikas bekommen für so eine starke Situation, ist zumindest Ermutigung für diejenigen, die an der Seite von Merkel sind. Ob es jetzt, sagen wir mal, in Richtung Osteuropa oder bestimmte osteuropäischen Länder, ob es da wirklich hilfreich ist, das weiß ich nicht. Könnte aber doch auch genau das Gegenteil sein, eine Provokation, ein Bumerang. Könnte. Die Frage ist, Establishment schließt sich jetzt hier nochmal zusammen und wir sind nichts wert, oder was? Naja, also es ist jetzt auch noch ein Dreivierteljahr bis zur nächsten Wahl und ich glaube, das wird dann in der Innenpolitik wird das nachher keine Rolle spielen und Europa wählt ja nicht. Aber was schätzen die Regierungschefs an Angela Merkel, Friedrich Thelen? Ist das einfach nur, dass sie immer noch da ist, also nein, Stabilität? Nein. Dass sie in Krisensituationen, die es ja auch in ihren jetzigen 11 Jahren gegeben hat, eine Methode, sie sagt ja, ich denke immer erst mal ganz lange nach und komme dann am Ende mit einer Lösung raus. Das gilt nicht ganz, wenn man an Fukushima denkt, aber das Thema wollen wir mal ausklammern. Aber es gibt ein Element, ja, der Verlässlichkeit, Stabilität. Und das haben die Deutschen in den letzten 200 Jahren ansonsten nicht so geboten. Sondern auf einmal ist da jemand, der rational mit den anderen redet und sagt, Leute, bevor ihr euch ins Feuer begebt, überlegt genau, was ihr tut. Es ist im Grunde eine neue Version deutscher Politik wie ein Stabilitätsanker. Und das wird gewürdigt, selbst bei denen, die Deutschen vielleicht nicht so sonderlich schätzen, sagen, das ist eine Regierung, da kann man sich drauf verlassen, da kann man hingucken, Leute, wäre gar nicht so schlecht, wenn unsere Verhältnisse, denken Sie mal an Berlusconi oder andere Schätzchen in Europa, wenn die ähnlich werden. Es ist eine Art Reputation, die sie gewonnen hat. Die sie persönlich und auch für das Land. Und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, es hängt auch zusammen mit ihrer Persönlichkeitsstruktur. Die Art und Weise, wie sie in der Lage ist, Zumutungen auszuhalten, also internationale Zumutungen. Und dass sie es schafft, mit Putin, obgleich die Lage extrem schwierig ist, immer den Kontakt zu halten. Dass sie es geschafft hat, mit Erdogan einen Flüchtlingspakt auszuhandeln, über den man ja trefflich streiten kann. Aber immerhin hat sie das geschafft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die selbst von Leuten, anderen Staatschefs, Regierungschefs, die sie politisch nicht unterstützen, als persönliche Eigenschaft sehr, sehr geschätzt wird. Das ist genau dieses, woraus diese Zuverlässigkeit entsteht. Sie nimmt die Dinge nie persönlich. Und trotzdem gibt es ja im Inland jetzt doch auch viele, die konkrete Zahl der Umfragen, die man natürlich mit Vorsicht genießen muss, das ist eine 39%, die sagen, Merkel wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht das immer gleich, wir wollen nicht diese Art, sie kann es nicht und so weiter, Ellen Posner. Haben Sie dafür auch Verständnis? Ja, klar habe ich dafür Verständnis. Und ich glaube, wir haben das gleich zu Beginn gesagt. Eigentlich gehört zur Demokratie der Wechsel. Mhm. Vollkommen klar. Und gerade im Zeitalter von sozialen Medien und so weiter, in unserer schnelllebigen Zeit,
ist so etwas wie ein ewiger Kanzler Adenauer oder selbst der ewige Kohl eigentlich nicht mehr denkbar, weil man kriegt die Leute schneller satt. Es ist ja nicht so wirklich, dass die Leute sagen könnten, Herr Thielen hat es ja gesagt, den Leuten geht es ja gut. Den meisten Leuten geht es gut. Es ist ein Unwille, ein Gefühl von, ach, wir wollen mal was Neues probieren. Und das, so trivial es ist, spielt eine Rolle in Demokratien und sollte auch berücksichtigt werden. Wenn es jemanden gäbe, der sie stürzen wollte, wenn es einen Schäuble gäbe, wenn er 20 Jahre jünger wäre und nicht so ein Waschlappen. Oder wenn Herr Merz nicht so ein Waschlappen gewesen wäre und sich hätte abservieren lassen. Oder wenn Herr Oettinger nicht so ein Knallkopf gewesen wäre, ja, dann wäre ich für die natürlich. Aber das Problem ist ja, oder Herr Gutenberg, wenn er nicht so dumm gewesen wäre, so eitel, sich eine Doktorarbeit abzuschreiben. Aber ich meine, diese ganzen Männer erledigen sich von selber und das bleibt, das darf man hier nicht gesagt worden, es ist eine Frau und sie hat etwas, was Frauen ganz besonders haben. Entschuldigung, nein, das müssen Sie natürlich ausführen. Sie quatscht nicht, sie tut. Das hatte Frau Thatcher, das hat sie. Ja, und die ganzen Männer mit den großen Mäulern, schließe ich mich hier ein, die sind ja weg vom Fenster. Sie hätten ja Journalisten werden sollen, aber die sind Politiker geworden. Und oh Gott, oh Gott. Ja. Aber wenn ich einen Punkt dazu sagen darf. Jetzt haben wir sozusagen relativ doch ansehnliche Zeiten. Arbeitslosigkeit ganz runter etc. Standard in Ordnung. Aber wenn eine Krise wäre, wenn die Leute noch mehr für, wenn also eine Krise aufzieht, sagen sie, wir wollen sowas wie Frau Merkel. Überall Krise. Deshalb, ich bin ja auch der Ansicht, dass sie also aus der gelebten sozialen Wohlstand, den wir hatten, in Krisenphasen, dann werden die Leute sagen, oh Gott, Gott sei Dank, dass wir sowas Stabiles wie Angela Merkel da haben. Das heißt, das hat ihr jetzt, dass Europa sich zerreißt, das alles hat ihr in die Hände gespielt. Aber selbstverständlich. Und selbst die Wahl in Amerika hat ihr inzwischen, dass es nicht mehr so weitergehen wird wie mit Obama und mit der anderen Regierung, den Demokraten, sondern dass Herr Trump da Sachen beschert, wo wir noch viel dran zu kauen haben werden. Da sagen die Leute, lass die da, das ist, die hat Ahnung. Und man muss ihr auch eins attributieren, sie hat keine Verschleißerscheinung. Bei Herrn Kohl und bei Adenauer allemal, ich meine, der war ja hoch in die 80, da sah man, dass die Menschen die Aufgabe nicht mehr erfüllen konnten. Dieses Gefühl hat bei Frau Merkel keiner. Mhm. Wenn sie dann mit der rumgereist bin, was man ja früher ich getan habe, also als Journalist, die setzt sich da in den Sessel, fliegt irgendwo hin, raus, 6 Stunden Programm in China, 8 Stunden, dann sind sie wieder zurück. Und die Journalisten rennen mit hängender Zunge hinterher. So war das bei den anderen überhaupt nicht. Die Merkel kann, wenn man das mal also flacht, was ab. Die Umfragen geben Ihnen ein bisschen recht, weil die Sympathiewerte von August an für Sie deutlich gestiegen sind. Und trotzdem bleibt es so ein gemischtes Bild, wenn man sich umhört, bei den Deutschen, was Sie jetzt eigentlich an Angela Merkels Erklärung noch mal zu kandidieren für Reaktionen bei sich empfinden? Kann ich gut mit leben, sage ich mal, obwohl ich kein CDU-Freund bin. Ja. Aber bei Frau Merkel finde ich das durchaus auch wünschenswert. Ich würde es begrüßen, muss ich sagen. Warum? Weil ich es eigentlich super finde. Auch für die Politik, die sie jetzt gemacht hat mit den Ausländern. Ist in Ordnung. Wir haben leider keine Alternative zu Frau Merkel. Was heißt denn leider? Leider? Was anderes, oder? Ja, machen wir schon, ja. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was sie so macht. Aber warum? Okay. Die Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Ich finde, auch irgendwo muss mal Schluss sein. Ich finde, es ist gut, wenn einfach mal ein Wechsel ist und jemand Neues kommt. Ja, und ich denke auch, sie hat wirklich jetzt genug in diesem Job gearbeitet. Und sie hat verdient, dass sie mal in den Ruhestand geht. Wirklich. Ja, von wegen Ruhestand. Angela Merkel möchte, wenn es nach ihr geht, gerne noch bis 2021 weitermachen. Brigitte Fähle, sie sagt, in der Politik sei ihr Ziel jetzt für den Zusammenhalt in Deutschland zu arbeiten. Kann sie das überhaupt? Denn im Moment polarisiert sie ja auch.
Ja, aber ich glaube, sie polarisiert so viel, wie sie auch Zusammenhalt signalisiert. Also ich glaube, das sind dann unterschiedliche Wählergruppen, über die wir da reden. Es gibt einen großen Teil Wähler, die sagen, genau, Angela Merkel ist eine Garantin für Stabilität, auch für Ruhe in der Politik, für keine harten, konfrontativen Auseinandersetzungen. Und es gibt eben andere, die dieses Gefühl des Überdrusses haben oder dann eben auch wirklich von rechts und weiter rechts, als die CSU rechts ist, AfD und so weiter, die sagen, also Merkel muss weg. Und das ist, glaube ich, im Moment nicht ausgemacht, was sich da so emotional in der und politisch in der Bevölkerung durchsetzt. Aber die sich am lautesten über Angela Merkels Erklärung gefreut haben, waren ja die Parteispitzen der AfD. Ja, weil sie damit eine Gegnerin haben, wo sie glauben, dass sie einen scharfen Wahlkampf dagegen führen können. Also das hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Nee, überraschend finde ich das auch nicht. Ich finde das nur bezeichnend. Also im Grunde genommen nährt jetzt die Frau, die sagt, ich stehe für den Zusammenhalt, gleichzeitig diejenigen, die ja auch im Prinzip sagen, so kann das nicht weitergehen. Das ist ja nicht, da kommt sie doch, also sie kommt doch dann mit dem Zusammenhalt nicht besonders weit. Das wird ja, diese Leute kann sie ja überhaupt nicht integrieren. Und die müssen ja integriert werden, denn womöglich sind ja AfD-Wähler inzwischen viel zahlreicher, als es jede Umfrage suggeriert. Ich glaube, nur jeder AfD-Wähler würde jeden Kanzler, der im Moment für die CDU antritt, in gleicher Weise attackieren. Also ich glaube nicht, dass das was mit ihr als Person zu tun hat. Anders ist es so, dieses Gefühl von so etwas Überdruss, das ist ja nicht die AfD-Seite, sondern das ist eher so Leute, die parteipolitisch nicht so fest gebunden sind, die sagen, eigentlich hätten wir gerne auch mal, dass es andere gibt, die das Heft in die Hand nehmen, die eine andere Tonlage in die Politik bringen, die eine andere Art von Themen vielleicht als wichtig aufrufen. Und das, glaube ich, wird für Frau Merkel auch ein großes Problem sein. Wenn man ihre Rede im Bundestag gehört hat, vorgestern, dann hat man schon sehr vermisst, also so ging es mir jedenfalls, dass sie kaum die innenpolitischen Themen angesprochen hat. Sie hat den ganz großen Bogen geschlagen durch die Welt, durch die Krisensituationen der Welt. Aber dort, wo meiner Ansicht nach ein Wahlkampf entschieden werden wird, nämlich an den Themen, die Leute bewegen. Geben Sie uns ein Beispiel. Die Frage, bekomme ich einen Kita-Platz? Wie lange muss ich auf dem Bürgeramt warten? Kommt die Polizei, wenn ich sie rufe? Das ist doch nicht Ihre Aufgabe. Das ist die Aufgabe der kommunalen Politiker oder Landespolitiker in Berlin. Ja, da kann Frau Merkel sagen, was sie will. Das in Berlin, naja, soweit, wo wir hier sitzen, all das, was Sie gesagt haben, nicht klappt. Das hat sie am allerwenigsten zu verantworten. Als Kanzlerin ja, aber wenn sie CDU-Wahlkämpferin ist, glaube ich, wird das eine Rolle spielen. Ich sage ja nicht, dass sie im Detail diese Themen besprechen muss. Aber ich glaube, sie muss eine Ansprache ans Volk finden, wo diese Leute sich angesprochen und akzeptiert und aufgenommen fühlen. Und es wird nicht reichen, einen Wahlkampf zu machen, der sich mit den weltpolitischen Krisen beschäftigt. Das hat mir ja bei unseren Eingangsstatements jedenfalls, ich habe gesagt, sie ist keine Kanzlerin der Erneuerung, sie ist keine Modernisiererin. Und das ist das große Problem, was auf Deutschland zukommt. Nicht die weiteren sozialen Wünsche alle zu befriedigen, auch wichtig, aber nicht das Zentrale. Die Frage ist, wie kann die Regierung dabei mithelfen, dass jetzt der Status... Jetzt kommt gleich Digitalisierung. Unter anderem. Aber den Status zu erhalten, den wir in diesem Land in Europa haben. Nach der Schweiz ist das wohlstandsträchtigste Land. Das mögen die Linken oder andere nicht. Aber selbst in weiten Kreisen der SPD gibt es eine Art der Zufriedenheit mit der zentralen Führung. Die Erneuerung aber, die kommen muss, da kann man sich Amerika angucken. Die Regierung hat es da zugelassen, dass die in 30, 40 Jahren die Automobilfabriken kaputt gegangen sind, die Maschinenbauindustrie hin. Und dabei haben sie nebenan im Silicon Valley das Herz der digitalen Welt. Man hätte das ja auch politisch verbinden können, das haben sie aber nicht getan. Wir aber müssen dafür sorgen, dass der Zustand, also Frau Merkel und ihre Regierung, wenn sie denn gewählt wird, dafür sorgen, dass der Zustand, der jetzt besteht, durch Erneuerung weiter perpetuiert wird. Es wird nicht so weitergehen, wie es im Moment ist. Wir leben sozusagen an der Sonnenseite. Es kann aber durchaus sein, dass wir uns in den Schatten drehen. Und dafür muss was getan werden. Das ist unangenehm und das muss sie angehen. Jetzt sagen Sie mir also ja im Prinzip, die Frau, die vielleicht so eine Art Weltretterin sein könnte, kann aber noch nicht mal ihr eigenes Land so richtig retten? Das würde ich nicht sagen. Es ist, also mit der Weltretterin, also Frau Merkel ist ja nur im Typ doch sehr bescheiden und zurückhaltend, die würde sich also schon in dieser Sonne gar nicht selber stellen und nicht mal gestellt sein wollen. Aber was die Innenpolitik angeht,
Das ist das mühsamste Thema. Muss man den Leuten euch beibringen, dass es nicht so weitergeht, wie es immer war. Ihr müsst umdenken, damit es schön bleibt oder gut oder was auch immer. Und das den Menschen in einer Phase beizubringen, wo die sagen, es ist doch alles prima, was moserst du darum? Das ist ein sehr schwierig, das wird die schwierigste Aufgabe sein. Die Modernisierung des Landes, sie auf Digitalisierung ist nur ein Aspekt darunter. Dieses Land fertig, ready zu machen für Zeiten, die anders sein werden, als wir sie momentan haben. Sehen Sie das auch so, Alan Posen, dass das Ihre schwierigste Aufgabe ist? Nein. Ich glaube, dass Ihre schwierigste Aufgabe wird es sein, den Westen zusammenzuhalten, also außenpolitisch. Ich glaube, dass innenpolitisch kann man schon Wahlen gewinnen, hat Konrad Adenauer gewonnen mit dem Slogan keine Experimente. Und das ist gegenwärtig, glaube ich, der Fall. Eine berühmte konservative Losung ist, if it ain't broke, don't fix it. Wenn es nicht kaputt ist, müssen Sie es nicht reparieren. In Deutschland funktioniert doch, ich meine nicht in Berlin, ja, aber in Deutschland funktioniert doch alles ziemlich gut. Und wie selbst ein so kaputtes Unternehmen wie Volkswagen, er ist dabei und hat sich das Ziel gesetzt, wir wollen bis 2025 führend sein bei Elektroautos. Ja, aber das macht ein Konzern. Das kann die Kanzlerin nicht verfügen. Nein, aber sie lebt ja auch von den Früchten, muss man fairerweise, der Sozialdemokratie, mit denen Gerhard Schröder sich bei den eigenen Wählern und der eigenen Partei in Teilen sehr unbeliebt gemacht. Mit der Agenda 2010 ist es umgestaltet worden, das Land, auf eine Art und Weise, die den Machtverlust bedeutete. Und davon lebt auch das heißt, die CDU. Eigentlich hat sie auch noch nicht geliefert, sagen Sie. In der Innenpolitik, das wäre vermessen, das würde ich nicht sagen. Aber den großen Anstoß der Modernisierung in diesem Lande, dessen bedarf es noch, da warten wir noch drauf. Dann kommen wir noch mal zu dem Thema, was Ihnen so wichtig ist. Implosion des Westens nennen Sie das. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Was implodiert? Wir hatten bis zur Wahl von Donald Trump oder bis zur Brexit-Wahl hatten wir eine liberale Ordnung im Westen, die basierte auf der Vorstellung liberale Demokratie, kleine Regierung, Kapitalismus und Freihandel. Und das würde, so der Gedanke, trotz des großen Zusammenbruchs von 2008, allen Leuten ermöglichen, dass es ihnen langsam, aber sicher besser geht. Und die repräsentative Demokratie als politischer Ausdruck davon. Und das alles bricht zusammen. Es fängt an mit dem Brexit, dass die Engländer gesagt haben, uns ist der Freihandel nicht so wichtig wie die Kontrolle über die Zuwanderung. Es ging weiter mit Polen und Ungarn, die gesagt haben, die bleiben innerhalb der Europäischen Union, die aber sagen, wir fügen uns deren Regeln nicht, was zum Beispiel freie Bewegung, also Verteilung von Zuwanderern angeht. Es geht weiter jetzt mit den USA, wo der gewählte Präsident schon gesagt hat, dass er den pazifischen Freihandelsabkommen, dass er das zerreißen will. TTIP ist schon sicherlich tot. Und dieser Herr Trump, der sagt, er möchte möglicherweise ein großes Abkommen mit Putin machen, was bedeuten wird, dass die Lage in der Ukraine zementiert wird, dass wir anerkennen die Annexion der Krim und so weiter. In dieser Situation zu verhindern, dass die Geister, die Gespenster des Nationalismus und des gegenwärtigen Misstrauens und des sich Abschottens, dass die nicht die Oberhand gewinnen, das ist wahnsinnig schwierig. Und ist sie aber dafür die Richtige? Sie ist die Einzige. Okay. Natürlich wünschte man sich vielleicht jetzt ein Willy Brandt im Kanzleramt. Das sage ich als jemand, der die Hälfte seiner Jugend gegen Willy Brandt demonstriert hat. Aber vielleicht wünscht man sich, der ist nicht da, der ist tot. Sie ist die Einzige. Also schauen Sie sich doch mal an. Herr Schulz, hallo? Herr Gabriel? Herr Kretschmann? Ich meine, nein. Das Problem an Angela Merkel ist ja, dass ja sehr viele jetzt gesagt haben, du bist die Einzige, also die Verteidigerin der freien westlichen Werte. Das hat die New York Times sehr schnell nach dem Wahlsieg Trumps geschrieben und auch andere. Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat gesagt, Merkel ist der Fels in der Brandung. Aber was sagt Angela Merkel? Angela Merkel möchte eigentlich diese Rolle nicht unbedingt alleine so gerne annehmen. Wie es auf mich ankommt, das ehrt mich zwar, aber ich empfinde es auch sehr stark als grotesk und geradezu absurd. Kein Mensch alleine, auch nicht mit größter Erfahrung, kann die Dinge in Deutschland, Europa, in der Welt mehr oder weniger zum Guten wenden und schon gar nicht eine Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. So, damit widerlegt die Bundeskanzlerin ja im Prinzip ihre These.
Herr Posener, Sie sagt, ich bin nicht die, die die Implosion des Westens verhindern kann. Nein, sie sagte, kein Mensch kann das alleine. Aber sie hatte hinter sich das stärkste Land Europas, die zweitgrößte Exportnation der Welt, die Nation, die das größte Interesse an der Aufrechterhaltung dieser liberalen Ordnung, die ich skizziert habe, hat, Deutschland. Und die Leute verehren Frau Merkel. Wenn Frau Merkel die Chefin von Luxemburg wäre, würde niemand sagen, sie ist die Retterin der Welt. Sie ist die Retterin der Welt und die verhindert die Implosion des Westens, weil sie die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist. Mit diesen 80 Millionen Einwanderern, mit dieser großartigen Industrie, mit diesem tollen Mittelstand. Ja, aber eigentlich, da kann man schon auch noch mal was anderes sagen. Nur weil sie jetzt an der Spitze Deutschland steht, müsst ihr jetzt alle in eine bessere Welt führen. Da kommen ja noch ganz andere Klänge. Herr Thelen, ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen. Ist Angela Merkel prädestiniert dafür, so eine richtige europäische Führungsfigur jetzt zu sein? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mit dem eben zitierten Willy Brandt antworten, als er irgendwas auf ihn zugetragen hat. Hat er das in richtig ein bisschen Berliner Jargon gesagt? Habt ihr das nicht eine Nummer kleiner? Also die Deutschen als Retter der Welt, also da müssen sich die anderen erstmal dran gewöhnen an diese. Und ich glaube, dass Frau Merkel, gerade weil sie so bescheiden ist, weil sie immer one step back macht, immer deshalb wächst ihr auch das Vertrauen zu. Da ist keiner, der sich so aufführt. Das ist die Stabilität. Aber ob sie Europa rettet? Also, ja, reicht das gegen die Le Pens, gegen die Orbans? Also, gemacht. Die Le Pens und die Orbans, der Orban ist, wie wir alle wissen, brauchen wir nicht näher zu beschreiben. Man hat das Gefühl, der gehört gar nicht dazu. Der spielt in einem Club, in dem er gar nicht angehören will. Aber die alle sind noch nicht sozusagen, und Frau Marine Le Pen ist auch noch nicht gewählt. Das sind also in Hypothesen. Es kann auch Fillon werden, es kann jemand anders werden. Die Rolle der Stabilität, da bin ich völlig ihrer Ansicht, das hat was mit Deutschland zu tun. Und diesem anderen Deutschland, das muss man auch dazu sagen, so völlig anders, nicht dominierend, sondern eben ratsuchend, ratgebend und immer sagen, Leute, redet noch mal miteinander. Also sozusagen ein Stück des Vertrauens in Europa bringen. Aber sie selber sich als Retterin der Welt oder Europas anpreisen, das würde sie nicht tun. Ich glaube, sie ist ein Stabilitätsanker. Das ist sozusagen, sie ist da, sie verankert das, sie wird alles tun, dass es so bleibt. Aber she's not a leader, nicht wie John F. Kennedy oder sonst jemand. Das liegt ja vom Phänotypus aus. Brigitte Fährle, jetzt haben wir also gelernt, sie wird hier nicht möglicherweise die Welt retten. Aber wie viel hat sie überhaupt dazu beigetragen, dass die Welt da steht, wo wir jetzt stehen, speziell Europa? Sie haben gesagt, Sie wollen sie nicht gerade zur Verantwortung ziehen, ganz am Anfang der Sendung, aber ich möchte dann noch mal nachhaken. Merkel ist diejenige, der man sehr viel zutraut, aber hat sie vielleicht mit ihrem Agieren, gerade auch innerhalb Europas, nicht erst bestimmte Krisen auch noch verschärft? Naja, das ist jetzt eine Frage, wie man diese Krisen definiert. Also Sie spielen auf die Finanzkrise zum Beispiel an, wo ja Deutschland sehr stark diese, ja, man kann sagen, harte Haltung gegenüber Griechenland und auch den anderen defizitären Ländern eingenommen hat. Ich glaube, das entspricht einfach ihrer Überzeugung. Also sie hat ja mal auf dem Parteitag in Stuttgart 2008 dieses Bild der schwäbischen Hausfrau zitiert. Das war mitten in der Finanzkrise. Sie wollte damit sagen und hat es auch so ausgedrückt, man kann auf Dauer nicht über seine Verhältnisse leben. Und das ist, glaube ich, ein Grundmantra ihrer Politik. Davon ist sie zutiefst überzeugt. Auch wenn die Wirklichkeit dafür, dann eine andere wäre. Und dafür nimmt sie dann auch in Kauf, dass sie innerhalb Europas keinen Kuschelkurs hat. Das hat sie sehr, sehr klar gemacht. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie jetzt so zurückhaltend war bei diesen Erwartungen, die an sie kommen, damit wollte sie zwei Botschaften aussenden. Die eine Botschaft ist, Deutschland beansprucht keine aktive Sonderrolle in Europa. Ich nehme Verantwortung an, aber ich beanspruche sie nicht. Und das Zweite, und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sie will, dass die anderen auch mit Verantwortung übernehmen. Das war eine ganz klare Botschaft an andere liberale europäische Staatsführer, Regierungsführer zu sagen, ich brauche euch, ihr müsst mit mir zusammen ins Risiko gehen, ansonsten kann ich es auch nicht richten. Hilfe helft mir vielleicht auch. So ungefähr. Wir haben mal geguckt, an welchen Stellen man vielleicht auch mit einer gewissen Kritik auf das Krisenmanagement der so hochgelobten Angela Merkel hier in Europa blicken könnte. Ein Krisengipfel jagt den nächsten. Die Euro-Krise hält die Länder seit 2009 immer wieder fest im Griff. Kanzlerin Merkel setzt auf eisernes Sparen.
verordnet Härte gegenüber Schuldenstaaten wie Griechenland und Zypern. Das sorgt für Protest. Die Schulden steigen, die Wirtschaft stagniert, die einfache Bevölkerung leidet. Das spielt Populisten und Nationalisten in die Hände. Auch 2015 wird es einsam um Merkel. Hunderttausende Flüchtlinge drängen nach Europa. Merkels Willkommenskultur überfordert viele im eigenen Land. Mantramäßig wiederholt Merkel: Wir schaffen das. Ihre europäischen Partner hingegen schotten sich ab, bauen Zäune. Um die Flüchtlingszahlen dauerhaft zu senken, braucht Merkel die Türkei. Doch Staatschef Erdogan regiert mehr und mehr autokratisch. Pressefreiheit, Fehlanzeige. Verwaltung, Militär, Schule zwingt Erdogan auf Regierungskurs. Merkel schwankt bei Erdogan zwischen Zurückweisung und Anbiederung. Was kann ihr Neues zu diesen alten Problemen einfallen? Und wieso sollte Merkel das jetzt besser machen? Ja, Herrn Posner, ist Angela Merkels Krisenmanagement alternativlos? Nein, und ich meine, Sie haben mich doch hier erlebt in Sendungen, nach Sendung, wo ich Frau Merkel kritisiert habe, in all den Punkten, die hier... Das wäre jetzt nochmal die Gelegenheit. Nein, das ist, wie Engländer sagen, spilled milk, water on the bridge, es ist passiert. Jetzt muss sie es wieder einfangen. Sie muss es wieder aufwischen. Sie hat das ja teilweise angerichtet. Wir haben es ja gerade gehört. Und der Punkt ist auch, wenn sie sagt, ich kann es nicht alleine. Ich gebe Frau Fiala recht, das ist ein Appell an die anderen Europäer. Da würde ich aber nicht so sehr auf deren Solidarität zählen. Denn schließlich haben sie von Deutschland wenig Solidarität erfahren. Und deshalb werden wir auch etwas Dinge machen müssen. Die Kanzlerin wird 180 Grad sich wenden müssen. Natürlich müssen jetzt Eurobonds jetzt kommen, um die Schulden der griechischen und anderen Sparer abzusichern und Regierungen ihnen möglichen Kredit aufzunehmen. Natürlich werden wir Sparereinlagen europaweit sichern müssen. Natürlich werden wir auch sehen, dass wir, wenn wir der Flüchtlingsströme Herr werden wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die gegenüberliegende Küste des Mittelmeeres, also Libyen zum Beispiel, dass da eine staatliche Ordnung ist. Und wer stellt sie her? Das werden die Amerikaner nicht tun. Herr Trump wird das nicht machen. Wir werden es machen müssen. Und das heißt, die Engländer werden es nicht mehr machen. Die sind ja raus, die haben ja gerade viel gestürzt, die sind ja nicht mehr dabei. Es wird auf uns zulaufen. Es wird also kosten, kosten, kosten. Es wird Geld kosten, Eurobonds. Es wird politisches Kapital kosten. Es wird Militär kosten, möglicherweise deutscher Leben. Und das muss sie diesem deutschen Volk verkaufen. Mhm. Und das, teilweise, weil sie das verbockt hat, teilweise, weil sich das nun mal so stellt. Ja, also der letzte Punkt mit dem Militär. Die Deutschen haben seit 1989 kräftig die Friedensdividende gefuttert. Ja. Während die anderen Nationen, England, Frankreich, Amerika noch mehr, die versprochen, NATO versprochenen 2% Bruttosozialprodukt für Defense ausgeben, zahlen wir 1,2. Das ist viel Geld. Und das wird Jahre dauern, um das aufzubauen, was wir Wehrpflicht zurück und alles dazu. Das wird sie den Deutschen zumuten. Wehrpflicht zurück. Das wird alles kommen. Das wird nicht. Das geht gar nicht anders, weil es hier nicht nur eine amerikanische Forderung ist, sondern weil die Welt sich verändert hat. Es ist sozusagen die Kalte Kriegsfriedensphase, Ruhephase ist vorbei. Neue Konflikte bauen sich auf. Er hat es gerade mit der Gegenküste in Nordafrika erwähnt. Woanders auch, das ist sozusagen unausweichlich, sehr unangenehm, das dem Publikum zu vermitteln, Wehrpflicht zurück, richtig wieder ein Verteidigungsetat, der 30 Milliarden mehr hat, streiten, 5 Milliarden mehr rauf oder runter. Das Ganze und die Umgestaltung des Systems. Sie muss die Zeit der Wohltaten, die vergeben werden können, die ist vorbei. Und das den Leuten zu erzählen, ist schwierig. Deshalb ist sie zu der Innenpolitik auch so schweigsam. Denn sonst müsste sie sagen, Leute, da kommen mühsame Zeiten auf uns zu. Ja, wer erzählt das denn? Jemand gerne, der gewählt werden will, sagen, Leute, wie Macmillan, you never had it so good. Und damals stimmte das auch 1959 bei Harold Macmillan. Besser als jemand. Die beste Phase nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Engländer unter Macmillan erlebt. Brigitte Fährle, trauen Sie Angela Merkel zu, dass sie auch noch eine andere Seite jetzt zeigt, dass sie vielleicht sogar zeigen muss in dem Wahlkampf und klarere Ansagen macht? Traue ich ihr das zu? Also erstmal prinzipiell glaube ich an die Veränderungsmöglichkeit jedes Menschen, auch in jedem Alter. Und sie ist ja nun jemand, die sehr stark analysiert und sehr genau guckt und nicht so sehr aus einer inneren
aus einem inneren Konzept heraus handelt, sondern wie sie es ja selber auch immer beschreibt, ich gucke mir die Sachen sehr genau an, wende hin, wende her und folge dann einer Überzeugung, die sich bei mir aus der Realität ergeben hat. Das ist ja erstmal wirklich eine gute Voraussetzung dafür. Allerdings muss sie dann auch wirklich genau hinschauen. Und ich glaube, diese internationalen Fragen, die wird sie sehr, sehr gut bearbeiten. Ob sie erfolgreich sein wird, ist eine ganz andere Frage. Aber da glaube ich, das hängt eben nicht nur von ihr ab. Aber ob sie nach innen integrativ wirken kann, da hätte ich wirklich meine Fragezeichen dran. Und das hat auch wirklich was mit der Länge ihrer Kanzlerschaft zu tun. Und weil es so vielfältige Gründe gibt, warum man gegen sie sein kann. Es gibt sehr viele Gründe, warum man für sie sein kann. Dem Land geht es relativ gesehen gut. Und trotzdem ist dieser seltsame Unmut entstanden. Und dem müssen wir auf die Spur kommen. Wir müssen den jetzt auch mal bis zum Ende durchspielen. Ich gebe Ihnen 3 Szenarien. Sie sagen nur, für welches Sie sich entscheiden. Ellen Posener, Merkel tritt zum 5. Mal an. Sie ist schon seit 2 Jahren, dann 2021, fröhliche Rentnerin. Oder sie ist Kanzlerin einer Rest-EU, weil alle anderen ausgetreten sind. Das sind doch keine Alternativen. Das ist genau das, was passiert. Sie wird gewählt, dann wird sie gestürzt, nachdem sie Kanzlerin einer Rest-EU... Sie nehmen alle drei. Wunderbar. Brigitte Ferle. Ich würde ihr, wenn ich ihr raten, wenn ich jetzt Politikberaterin wäre, was ich nicht bin, ich würde ihr empfehlen, dass sie einen Weg sucht, in der Mitte der Legislatur zu übergeben an jemand anderen, damit jemand Neues die Möglichkeit hat, christdemokratische Politik dem Volk zu erklären. Ich bin nur gar nicht sicher, ob sie überhaupt Kanzlerin sein wird im Jahr 2017. Nicht, weil die CDU nicht stärkste Partei werden würde, aber weil möglicherweise eine rechnerische Mehrheit für eine andere Konstellation da ist. Und ich halte das im Moment... Rot-Rot-Grün. Ja, da sei Gott vor. Ich glaube, die SPD wäre bereit, also um nicht in diese lähmende große Koalition, aus ihrer Sicht lähmende große Koalition, wieder reinzugehen, dieses Experiment zu machen. Friedrich Thelen kann jetzt in 2 Sätzen noch sagen, was er denkt. Also ich glaube nicht daran, dass sie zurücktritt. Das Zurücktreten freiwillig kenne ich nicht. Sie wird durchhalten und sie wird auch nicht die einzige Vernünftige in der EU in 2021 sein. Wunderbar, vielen Dank. In der Runde. Und machen Sie es gut. Quadriga gibt es nächste Woche wieder. Tschüss.